Game 2 und 4, also da gibt es verschiedene Varianten. Und wir sehen SKT auf Blue Side, Tiger ist dadurch wieder mit dem Last Pick und jetzt bin ich natürlich gespannt, ob man jetzt hier Kindred durchgehen lässt und ob man hier Zillion bannt. Ich denke SKT, ob sie da jetzt variieren werden, wird spannend zu sehen sein. Du hast nicht zumindest beim ersten Bann irgendwie ungewöhnlich viel Zeit. Diesmal müssen sie ja auch nicht diejenigen sein, die Kindred selber rausbannen. Im letzten Game haben sie es halt genau probiert, das. Die Kindred rauszubannen, weil sie können sie first picken. Vollkommen okay. Beziehungsweise, es gibt ja auch noch andere Picks, die die Gegner picken müssen, wenn sie nicht dort sofort in Angriff bringen sollten. Hier der Maokai, der wieder rausgenommen wird. Wahrscheinlich auch die Sivir, die da noch gebannt sehen werden. Denn auch Sivir ist momentan so ein Pick, den kannst du in Korea durchaus first picken. Ja, auch in anderen Regionen kannst du ihn theoretisch first picken, nur die haben das Potenzial noch nicht ganz so erkannt gehabt. Auch der Sivir wieder und SKT. Das ist jetzt die Frage, was möchte man wirklich? Also wenn man jetzt beispielsweise ein Azir bannt, ja, kann man die Sivir picken. Auf der anderen Seite bleibt natürlich auch noch einiges Kindred übrig, wie Graves und Kindred. Das ist halt die Frage, du hast Graves und Kindred, also beides noch. Du könntest eins davon bannen, aber dann erzeugst du einen Jungle-Power-Pick, den du haben möchtest. Man bannt Ryze tatsächlich, also lässt da wirklich mehrere Optionen offen. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe, weswegen ich die Red Set auch ein bisschen stärker finde. Weil du kannst nicht alles bannen und jetzt wird die Sivir gebannt. Heißt, man kann jetzt entweder Jungle-Prio, Graves oder Kindred picken. Man kann eine Top-Lane-Prio aufstellen, man kann den AD-Carry picken. Azir, Kindred sind wahrscheinlich gerade die umkämpftesten. Also, oder du wobei halt Kindred Poppy vorhin nicht beachtet worden ist, ne? Und man entscheidet sich jetzt für Poppy. Kindred war eben gebannt. Kindred war gebannt, ja, von SKT selber. Ah, stimmt. Im Game davor Kindred sehr dominant. Azir, Kindred wäre jetzt die Antwort, aber man lässt hier Azir immer noch offen, weil Tigers offensichtlich, meines Erachtens, wenn wir es so sehen, einen Counterpick für die Midlane vorbereitet hat und deswegen hier ihn immer noch nicht picken wird. Von dem Azir hat man da anscheinend nicht so viel Angst, da ist man vorbereitet, gebe ich dir auf jeden Fall recht. So, die Frage ist, was bleibt noch offen? Elise wäre eine Möglichkeit. Kindred ist jetzt gepickt worden von den guten Rocks. Haben da, denke ich, auch ganz guten Move gemacht. Ich finde Elise besser als Graves im direkten Matchup. Zumindest so, wie wir es eben kennengelernt haben. Einfach, weil du Probleme hast, wenn du quasi vor der Kindred bist, ist ein Graves extrem stark, weil er den besseren Speedclear dann hat und dann auch contesten gehen kann. Wenn du allerdings ein bisschen zurückfällst, ist eine Elise deutlich besser, weil du halt noch diesen Hard-CC hast, den Graves halt einfach nicht zur Verfügung stellen kann. Auch den Esri sehen wir jetzt hier schon angedeutet und jetzt ist er auch eingeloggt. Das heißt, Bang hat hier seine Taktik geändert, weil bis jetzt hat er mal Lucian über-escalated bis hierhin. Ja, aber vielleicht wollen wir uns gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Vielleicht kann das auch noch geflext werden. Auch ein Esri in Mitte ist ja so eine Sache, die man durchaus mal spielen kann. Auch für den Azir, glaube ich, ist das ein Pick, der durchaus gefährlich werden kann, wenn du da im Early ins Rollen kommst. Ja, jetzt wäre Azir natürlich eine Möglichkeit, aber man sieht schon, wo es hingehen könnte, ne? Mit dieser Comp könntest du einen Varus in der Mitte gegen den Azir, den sie vielleicht vermuten. Das würde aber eine Lissandra. Und dann hätte man eine Poke-Comp gehabt. Von daher vielleicht gar nicht mehr so schlecht, den Ezreal dann dahinsichtlich zu nehmen. AD Carry noch nicht gepickt von den Tigers. Man sieht, Prey spielt auch gerne mal eine Ashe. Sollte das möglich sein, das hängt davon ab, was SKT jetzt hat. Sie haben die Lissandra gepickt für die Midlane. Man hat Nautilus auf der Toplane. Also auch da sehr viel CC, sehr viel Teamfight. Und da ist die Frage, wo es bei SKT hingehen möchte. So ein Trundle, denke ich, wäre natürlich eine klasse Wahl gegen den Alistar, gegen den Nautilus. Oder man nimmt halt wieder einen Tahm Kench und nimmt den Peel mit und geht selber wieder auf den Teamfight. Ich glaub, der Tahm Kench wird wahrscheinlich sogar die bessere Variante sein gegen diesen Sandra-Lockdown, weil du kannst immer noch jemanden dort dann schön rausfressen und rausholen, während du als Tahm Kench dort halt nicht hart erzählt werden kannst. Den Esprit sollte man jetzt auf jeden Fall nicht in die Mitte setzen, weil du ansonsten... Oh, wow! Der Velkos ist es jetzt in der Mitte. Ich muss ganz ehrlich sagen... Und Twitch? Insta-Lock. Wow! Aber ich bin nicht begeistert davon, was SKT zusammengepickt hat. Sie haben schon mal mit der Pokémon ziemlich auf den Sack bekommen. Klar, es ist auch noch jede Menge Peel da über den Tahm Kench, aber der Hard Engage ist bei den Rocks Tigers vorhanden. Aber einfach mal einen Twitch zu nehmen, also... Das ist sneaky, aber es kann gegen den Pokémon gut funktionieren. Stell dir mal wirklich so einen Engage vor, wo du halt sofort zwei, drei Tanks vor dem Gesicht hast, beziehungsweise zwei Tanks und eine Lissandra. Und irgendwo der Twitch, den siehst du noch nicht, der taucht einfach auf und sprayt aus einer guten Distanz da einfach rein. Also Twitch, denke ich, ist in der Komposition relativ gut zu spielen, da er auch eine relativ, naja, was heißt relativ, er hat eine okaye Laning Phase gegen den Ezreal, aber man sollte trotzdem Twitch da nicht overraten, der hat eine extrem schwache Laning Phase. Ich glaube auch, dass sie da unbedingt für einen Nameswap gehen sollten. Ja. Ich glaube, du verlierst mit Twitch halt jede Lane. Ich habe ihn als bei den Worlds für Rocks, sage ich mal, als Sneaky Pick gesehen. Jetzt in letzter Zeit muss ich sagen, dass ein Twitch halt wirklich ein gewisses Risiko mit drin hat. Trotzdem hat man hier Möglichkeiten, gerade auch mit der
mit der Kindred Ultimate kannst du in Twitch nochmal länger am Leben halten und der hat wirklich ein sehr, sehr hohes Schadenspotenzial. Auf der anderen Seite natürlich der Vel'Koz hier, ein interessanter Pick, allerdings pickst du relativ selten einen Vel'Koz in eine Kindred rein, weil halt wieder diese Mechanik ist, dass du den Laser quasi nicht komplett durchziehen kannst. Bin gespannt, hängt auch viel echt wieder vom Snowball ab. Ah, ich call mal jetzt, Faker wird Cooldown Vel'Koz spielen. Also, um die Passive auch zu benutzen. Ja, ja. Gehe ich auch von aus. Mit zwei Mana-Items, also mit zwei Cooldown-Items. Ja. Gehe ich auch von aus. Oder zumindest mit Runen. So oder so. Feuer haben wir da. Intro haben wir auch. Viel Spaß damit. Wir gehen gleich rein ins dritte Game. Ja, das ist natürlich schon. Die Musik geht weiter, ist immer ein Indiz dafür, dass wir leichte Probleme haben, technische Probleme. Also wir nicht, sondern die Leute vor Ort quasi. Ja, wieder bei Wolf ist man am Tütteln. Das ist natürlich auch sehr anstrengend, glaube ich, als Spieler, wenn du... Vielleicht sie machen die Fingernägel die Karte. Das wow. Kann natürlich sein. Direkt eine Verschwörungstheorie mitgeliefert, Mori. Das ist so läuft das hier. Wir müssen den Leuten Input geben. Wir müssen den Leuten Futter geben. Und im Zweifelsfall bedienen wir uns da auch einfach an Gerüchten und Spekulationen. Weißt du, ist genauso recherchiert wie ein Artikel in der Bild-Zeitung. Ich guck mal nach, ob wir ein offizielles Statement haben, das haben wir noch nicht. Aber das kriegen wir meist auch erst, wenn die Pause wirklich ein bisschen anhält. Eben war es ja auch schnell wieder gelöst. Ich denke, dass wieder dieses Soundproblem ist. Weil weiß nicht, ist da irgendwo ein Wackler drin oder was auch immer. Man kennt ja die Headsets. Irgendwann geben sie so ein bisschen den Geist auf. Ja, naja, jetzt hast du halt echt die unnötigste Pause aller Zeiten. So, du kannst du bitte schon mal ein bisschen über das Game quatschen. So, und die machen halt einfach die Show ihres Lebens. Das ist halt auch mal geil, wenn du so eine Pre-Show voll durchziehen kannst. Noch mal ein Intro hinterher. Einfach awesome. In solchen Momenten freut sich natürlich der Light Jockey, also der Typ, für das Licht verantwortlich ist. Oh, der ja. Sagt so, geil, das ist mein Moment. Jetzt kann ich mal können kennst zeigen. Kennst du das so, in Bands kann man so machen, jetzt machst du das Solo. Und der mit, ja, da. Das los geht's also, Spiel Nummer 3, SKT gegen ROX Tigers. Und wir sehen hier zwei, ja, Champions, die wir nicht so oft gesehen haben während des Splits. Wir haben sie gesehen, beide tatsächlich, beide sind gepickt worden. Sind also keine, ich sag mal, Neuerscheinungen in Korea hier. Aber trotzdem ungewöhnlich, Vel'Koz und Twitch. Und wir sehen hier nochmal die Masteries, also Alistar wieder mit Thunderlords. Sagt, ich bin kein großer Fan davon. Mir gefällt hier Wolf natürlich sehr gut mit dem Grasp, wo er gut arbeiten kann. Wir haben ja zwei Melee-Supporter und mit der Zunge hast du einfach nochmal eine riesen Reichweite und solltest das auf jeden Fall geprockt bekommen. Vor allem auch gegen Twitch, der ja wirklich nicht die größte Reichweite hat ohne seine Ultimate. Der ist immer sehr, sehr darauf angewiesen. Wir werden wahrscheinlich auch diesen typischen Hurricane-Twitch sehen, der halt richtig schön mit der Ultimate und über die Distanz Ratatata. Auch. Ja, mit dem Ratatatatat heißt es, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie viele Tatatats da drin sind. Immer ein mehr. Ja, macht er auf jeden Fall Schaden. Standard-Length. Ja, wir haben auch natürlich die Läuterung gegen den Lissandra auf dem Vel'Koz, weil das Ding ist, Vel'Koz ist halt eine Gurke, was Mobilität angeht. Also der ist genauso mobil wie jede Gurke, auch die ihr handelsüblich im Supermarkt bekommt. Und insofern braucht er halt einfach die Läuterung, weil wenn der da einmal festgefroren ist, dann wird er da nie wieder rauskommen. Camcatch ist halt so ein bisschen die Lösung dafür, aber ist natürlich trotzdem vollkommen recht. Ich bin extremst gespannt, wie diese Turn-2-Botlane wäre. Das ist einer dieser Momente, wo ich gerne die Kamera durchgehend auf der Botlane hätte. Werden wir natürlich nicht sehen, aber hier das Level 2 für Bang. Und aber auch Prey und Gorilla konnten es nicht sichern. Gibt. Ja, unterschätzt es nicht. Overtime macht das auch ganz schön Schaden. Ja. Das ist mal 40-50 Schaden, das ist einfach bloß gewesen sein über aber 10 Sekunden. Tam Kench funktioniert dann wieder sehr, sehr gut später mit seinen Schilden und mit seiner Heilung dagegen.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also ich... Ne, ich habe halt vor der Weltmeisterschaft viel Einzelmatchups durchgegangen. Da mit Brücki und auch mit Zeiss. Aber kein mit Twitch? Doch, doch, wir haben über Twitch geredet. Und die Aussage war von beiden, dass du einen Twitch nicht in eine Tour- und Two-Lane schicken kannst, weil er jede Lane verliert. Seitdem wurde nichts verändert quasi. Man kann natürlich jetzt sagen, dass ab dem Moment, wo S für die Tier geht, der quasi ein Powerloch hat, allerdings ist die Frage, ob bis dahin halt schon ein CS-Unterschied quasi entsteht. Powerloch finde ich interessant. Findest du lächerlich oder interessant? Interessant. Okay. Also ich weiß noch nicht, ob ich es gut oder schlecht finde. Aber erstmal nur interessant. Muri denkt auch drüber nach, was er da halten soll. Also Durststrecke könnte man natürlich sagen, aber das ist jetzt auch nicht besser. Ich finde Powerloch eigentlich ein sehr... Aber ich finde, das ist so ein bisschen, naja, so ein Antagonismus. Du hast halt Power und Loch, ne? Also ja, Power, finde ich, ist im Deutschen jetzt aber schon ein stark benutztes Wort, ne? Ja, eben. Aber du hast ja zwei Gegensätze. Nein. Power. Ich dachte, die stört das Denglich. Ich dachte, die stört das Denglich. Nein, mich stört diese Gegensätzlichkeit, ne? Power und Loch. Ich kann auch eine Schwächephase machen, dann hast du zwei Wörter, die in dieselbe. Schwächephase, das würde mir passen. Das passt dir eher. Okay, also ich versuche natürlich mit meinem Vokabular immer Mori möglichst zufriedenzustellen, ne? Und arbeite hier täglich daran, da weiter in Richtung zu gehen. S im Prinzip mit einem frühen Recall hat sich jetzt für die Tränen entschieden. Twitch wird jetzt auch einen Recall bei ungefähr 800 haben. Bin ich gespannt, was er sich holt. Und oben haben wir jetzt hier ein Gang. 2 gegen 2. Oh, Flash. Noch ein TP. Oh, mit dem Anker nochmal ran. Tatsächlich will man kämpfen, nachdem man schon weggeflasht ist in der Kralle. Aber auch Duke weiß, wo er seinen Flash findet. In dem Fall auf der F-Taste. Das ist für Kuru natürlich ärgerlich. Der portet jetzt nach oben und muss halt in der Midlane alles aufgeben und kriegt halt oben gar nichts raus. Maschine jetzt ganz, ganz langsam zurück in die Mitte. Faker hat eigentlich nicht mehr viel Mana, ansonsten wäre die Lane ihm schon längst reingepusht gewesen und der wäre einfach umsonst einmal in die Base gegangen. Trotzdem unangenehm. Cannon Minion muss er auch noch verpassen. Das Schlimmste ist halt nicht mal das Gold unbedingt, das er verpasst, sondern auch die Solo-Experience und das ist für Solo-Laner immer ein herber Rückschlag. Und dann muss er auch gleich einstecken. Oh, da wird hier viel getradet. Faker kein Mana mehr! Oh, aber Blond dann reingeflasht! Kuro hat die Eier im Wandschrank abgegeben. Die Kralle, die musst du offensiv einsetzen. Ist nochmal ein zusätzlicher Damage-Spell. Hätte er noch hinterher gehen können. Das war ein sicherer Kill hier für ihn. Aber den Schaden einzuschätzen ist natürlich in so einer Situation auch schwer. Aber das war wirklich, selbst mit der Kralle. Ne? Die Kralle hätte er flashen können. Flash wäre halt immer noch da gewesen. Und dann halt direkt im Blank rein mit der Kralle, wo du halt den Kokon frisst, wäre wahrscheinlich sogar Selbstmord gewesen. Er weiß es im Endeffekt nicht, aber ich glaube, er war da einfach vorsichtig und hat sich gedacht, wenn jetzt der Jungler kommt, ist es zu risky. Ja, er muss die Kralle ja auch nicht aktivieren, ne? Dann zieht er den Flash for free. So, ne? Das ist so ein bisschen die Sache, aber natürlich hier sehr, sehr schwer in Sinn und Situation für ihn abzuschätzen, ob sein Schaden da reichen wird. Trotzdem er jetzt ohne TP. Na, Faker muss auch in die Base. Kann die Wave da mit dem wenigen Mana wahrscheinlich nicht durchpushen. Schön hier direkt nochmal den Anker geblockt von Duke und damit dem CC etwas widerstanden. Hat er allerdings auch eben Farm eingebüßt durch diese Situation, man sieht es. Und jetzt, Powerloch, ne? Von Ezreal, du hast es angesprochen mit der Träne. Du findest die Formulierung scheinbar belustigend, Mori. Ich bin ein großer Fan, werde es versuchen zu etablieren, aus Trotz heraus. Aus Trotz heraus, ne? Gerade eben hast du noch gesagt, du willst mich zufriedenstellen und jetzt... Nee, ich hab mich umentschieden. Aber du musst sagen, das ist wie so ein kleines Kind, ne? Erst will man die Eltern stolz machen und dann will man trotzen. So ist es. So ist es eben. Wir sehen auf Lissandra hier Weg Richtung Höllenzepter wird sein. Also hier das Mana-Rack-Item wird auf jeden Fall verzögert. Oh, ja. Peanut, Leben am Limit, ne? Leben am Kalkuliert. Limit. Hätte noch so einen Flash gehabt, Kappa. Nein, aber die Botlane, ich glaube, da wird sich nicht viel tun. Weil im Endeffekt, was hast du mit Twitch und Alistar für Möglichkeiten zu engagen? Du könntest halt mit Alistar niemals eine QW treffen, weil der Ezreal einfach mit dem E rausgeht oder Tam Kenshi so weit hinten, dass er ihn einfach rausfrisst. Und du könntest halt mit Twitch maximal versuchen zu flankieren, dann bist du aber derjenige, der sofort aufs Korn genommen wird. Und dann bist du derjenige, der das Nachsehen hat. Also das wird eine Lane sein, die noch sehr, sehr lange ruhig ausgespielt wird. Also Ezreals Tier wird er jetzt nicht so viel her tun. Der kann halt gut farmen damit. Und das ist auch das, was wir einen Unterschied bisher sehen. Er ist im Farmen ein bisschen vorne. Also eine sehr, sehr ruhige Lane bis dato. Ja, auf der Mitte Faker mit Frostfang, wie gesagt, da wird man mit diesen Cooldown-Reduction-Items, zwei Cooldown-Reduction-Items arbeiten auf 45%. Vel'Koz hat nicht die stärksten AP-Scalings, weswegen gerade sich das bei ihm anbietet, auch über die Passive, die so oft rauszubekommen. Die macht absoluten Schaden, das darf man im Late-Game nicht unterschätzen, wenn alle sich mit Durchdringung voll knallen. Auf der anderen Seite Kuro mit dem Höllenzepter, das also wenig überraschend.
jetzt wieder das Duell der beiden Jungler. Man sieht tatsächlich Blanc sogar mehr Farmen momentan als Peanut aktuell. Wobei er auch zum Beispiel mit dem noch abbekommen hat. Entsprechend ist es auch nicht so der Unterschied. Da kommt einmal. Oh, wow, die BQ-Bombe wurde nicht geäht von Mathieu. Kane Shift hat ja nicht zur Verfügung. Und Fisch wird einfach gefressen von Wolf. Allerdings Bang kann er nicht viel machen, denn der ist selber im Bedrängnis und hat keinen Mana mehr. Ja, genau, hat halt keinen Mana mehr, trotz der Träne. Da bleibt ihm nicht so viel übrig. Man sieht hier, jetzt erstmal wirkt das Gift. Oh, da und der letzte Gate! Und dann der First Blood im 2 gegen 2. So viel zum Thema Losing Lane mit Twitch. Wolf versucht nochmal, was möglich ist. Frisst ihn da. Wird flashen müssen, ist geflasht. Und Johnny, was ist denn da los? Warum verliert der Twitch denn seine Lane nicht? Ja, weil Bang komplett am Trollen ist so. Also da kann er so nie im Leben spielen. Also zwei deftige Fehler hier von ihm. Einmal, dass er die WQ-Kombo von Alistar nicht eht, das darf ihm nicht passieren. Und danach, dass er nochmal in Range geht, um von Gorilla, der ja noch Flash up hatte, da gehetbert, Pulverize abzukriegen. Das sind einfach Fehler, die ihm sonst auch nicht passieren. Also er hat hier den S-Pick jetzt genommen und nicht den Lucian. Seine Sieber wurde die ganze Zeit ausgebannt, aber hier dann tatsächlich so aggressiv auf der Lane stehen zu bleiben, auch davor so viel Mana zu verbauen, dass du nicht mehr in Trade gehen kannst. Und jetzt haben wir einmal den Laser einfach nur als Respektschelle gegen Kuro eingesetzt. Will da ein bisschen Revier markieren, kann man verstehen, aber sorgt jetzt höchstens dafür, dass Kuro vielleicht auf Dauer mal in die Base muss. Ja, das ist wirklich phänomenal, mal zu sehen, dass ein Twitch da auf der Lane einfach bloß durch Plays nach vorne kommen kann. Kyle jetzt auf der Seite von Ashwin vorhanden, das heißt, er wird sich over time ein bisschen im Gold nach vorne schieben können. Er ist im Farm trotzdem noch vorne, trotz des Kills. Aber Twitch hat der Kill natürlich enorm geholfen. Ja, wir sehen jetzt hier auch bei ihm das Wegewassermesser zur Verfügung. Und das ist natürlich auch immer schön, wenn du noch so einen zusätzlichen Damage-Effekt quasi hast, der zwar keinen Burst darstellt, aber der immer noch ein bisschen Schaden extra macht, um dort jemanden zu engagen. Wenn das Blade erstmal da ist, wird das gar nicht so einfach. Gerade im 1v1, wenn wir quasi Roaming Support sehen und so ein Twitch da einfach einen Sneaky Engage findet, ist das für Ashwin nicht lustig. Der kann einmal weg-ehen von ihm, aber solange er den Iceborn nicht hat, kann er ihn nicht kiten. Und der Slow von dem W, den sollte man auch nicht unterschätzen bei Twitch. Ich bin eigentlich kein Fan von der Sichel, wenn ich ehrlich bin. Also im Prinzip. Was? Was zum Teufel? Was war das denn? Warum bist du kein Fan von der Sichel? Die Sichel ist an sich ein sehr cooles Item, aber in so einer Phase, wo du auf einer Lane zurückfällst und weißt, der Gegner hat einen Champion, der in der 1 gegen 1 Situation später stark wird, solltest du eher versuchen, möglichst früh auf deinen Iceborn zu kommen, weil dann bist du relativ safe. Wenn du es jetzt allerdings mit der Sichel delays, hast du halt wirklich das Problem, da aktiv zu bleiben. Ja, du kannst aber auch andersrum sehen und sagen, du bist hinten und du willst aufholen im Gold und du hast sowieso gerade deine Schwächephase. Ja, mit der also Träne, das heißt, du machst es komplett. Also, ja, also wirst du sowieso nicht traden können und wirst sowieso passiv spielen wollen und Trades vermeiden wollen und dann in Ruhe mein farmen. Gott, aber geh doch mal! Da ist halt nicht viel mit in Ruhe farmen. Zum Glück hat er wirklich Wolf, der Mann mit dem Riesenmagen. Ja, und Bang, und der muss halt wirklich lernen, da rauszukommen. Sagen wir mal so, ne? Normalerweise kannst du mit Ezreal Tahm Kench in aller Ruhe farmen, wenn du halt, vor dem Pulverize-Kopfstoß da wegspringen kannst als Ezreal mit dem Arcan-Shift. Was ja eigentlich funktioniert und ansonsten hast du halt immer noch Wolf als Doppel im Boden. Hast du eigentlich gerade gesehen, dass Wolf einfach respawned ist? Jo, ich hab's gesehen. Komplett absurd. Einfach nach oben weggelaufen und dann einfach plupp, stand er wieder neben ihm. Oh mein Gott. Wow, der hat das Ding bekommen. Ja, und es war auch noch ein Stack. Eieiei, Faker. Ja, der holt die Plays raus. Flash von Kuro hier. Ja, wenn er da getroffen wird, ist er tot. Also, Faker sichert die Krabbe, ne? Krabbe secured. Ja, das ist halt wirklich tatsächlich wichtig. Gerade auf dem Niveau ist die Krabbe generell stark, weil sie nochmal Movement Speed gibt. Was wir jetzt hier auch sehen, sofort versucht man sie da für einen kleinen Play auszunutzen. Aber unten kommt jetzt der TP, Lissandra rein. Oh, Nautilus, auch kommt hier auf alle in der Falle jetzt hier. Drei Mann in der Falle, da muss er dazu kommen. Oh, schön! Blank kriegt dann den Spray raus, bevor es hier ernst wird. Die Poppy holt ihn mit dabei und Peanut im Duell mit Duke. Faker ist zur Stelle, der ist natürlich nicht mobil, aber der hat Reichweite. Smap noch da am Start, sie können sich rausfinden, SKT mit dem besten Tausch bisher, hinterher nochmal bei Gorilla dran und den kriegen sie auch, Bang mit dem nächsten Kill, Faker immer noch auf der Jagd, will Peanut bekommen, oh, das hätte hier durch den Snap können, aber die Jump Catch Ultimate zur Stelle, Wolf und Blanc wollen wir die rechte Seite, Faker mit dem Flash, okay, interessante Auslegung, aber da sind was ein dazwischen. Und dann die Ultimate nochmal! Oh, das reicht! Das reicht! Der hat doch Ult! Peanut, wo ist denn deine Ultimate? Der dachte, der kommt da raus. Falsch gedacht, mein Junge. Das ist Fakers
Velkos, der macht immer extra Bonusschaden wahrscheinlich. Aber selbst wenn, du kannst ja trotzdem einfach ulten. So, der Laser ist ja jetzt nicht so, dass er dich in einem Moment von 100 auf 0 setzt, sondern du siehst so, dass du langsam auf den Ruhe gerät. Oh, Peanut, Junge, das darf hier nicht passieren. Und der Drache natürlich als logische Konsequenz. Natürlich sehr, sehr schön gespielt von SKT direkt auf Prey Collapse. Ne? Der Junge wurde komplett in den Fokus genommen und war deshalb von Anfang an nicht da. Es sah erst nach einer Überzahlsituation aus, aber dadurch, dass einer direkt rausgefokust wird, einer von Poppy rausgeholtet wird, hast du halt selber eigentlich die Überzahlsituation geschaffen. Aber so viele individuelle Fehler habe ich in der ECK seit Ewigkeit nicht die mehr sind gesehen. Aufgeregt, Johnny. Also, man die muss es du darauf begründen. Das, also es ist ja wirklich beeindruckend. Gorilla wieder nicht geflasht in der Szene und deswegen gestorben. Smap, der da nochmal reingeht und meines Erachtens pass auf, diesmal drehen sie sich ja im Kreis, vielleicht werden die schwindelig. Das kann sein. Von der Bühne. Faker, Frostscreen abgehabt nach seinem Flash, nicht benutzt. Peanut, die Ultimate nicht gezogen. Aber natürlich auch wieder schöne Aktionen dabei gehabt, ne? 5 gegen 5, die Poppy Ultimate hat hier komplett Alistar aus dem Fight rausgehalten, was natürlich unglaublich wichtig war. Also da natürlich muss man auch sagen, sehr, sehr gute Aktion, du hast den Engage of Brave schon erwähnt, den ich auch klasse fand, der hier auch definitiv den Unterschied ausgemacht hat. Ja, also vielleicht sind sie halt wirklich aufgeregt, weil sie sonst selten so nah am Publikum sind, dadurch, dass sie sich da noch drehen. Ah, Gorilla hat scheinbar noch keinen Flash, aber jetzt geht's Yuki an den Kragen. Der muss aufpassen. Der hat noch Flash zur Verfügung. Aber er muss trotzdem aufpassen. Er ist ziemlich noch der Anker. Oh, schön mit dem Anker gearbeitet. Aber jetzt, na, Faker traut sich nicht hier. Wir wissen natürlich, dass da gleich Lissandra auch noch dazu kommen würde, ein bisschen in einer 2 gegen 3 Situation. Er hat auch Ulti-Cooldown, ne? Das führt natürlich auch dazu, dass du nicht fighten möchtest. Nee, das willst du wirklich nicht. Ah, will er das deffen? Das würde ich ihm nicht empfehlen, denn Peanut hat noch Ult. Oh, da kommt der Engage. Da wird ihm die Entscheidung abgenommen mit dem Anker. Versucht er natürlich eine Ult, Lisa am Turm zu kämpfen. Geht hoch wieder das Repel. Der Turm macht eine ganze Menge Schaden. Spam, ei, gerade mal rausbekommen. Oh, ja, ja, die Vasallen ist Faker da unterwegs. Oh, nein, ist die erste Ulti. Und die hat man gesehen. Ja, wird sogar gepinkt. Das wäre es gewesen. Ja, Smap ist quasi, ihre Lieferung ist zur Abholung bereit, aber wer soll kommen? Ja, und wie ist das mit Paketen, wenn man sie nicht abholt? Oh, schön! Er hat es geschafft! Von Bang, aber trotzdem eine ganze Menge Schaden. Jetzt nochmal in den Bauch von Tahmkench rein. Ja, Switch Ultimate tut weh. Bisher ist mir natürlich auch noch mit keinen großen Power Spikes am Start. Maschinen macht halt bisher. Oh, Prey, do it! Bang, nein! Oh. Sehr schön, dass die Kamera da sofort in die Sicht von SKT ging. Sowas finde ich sehr, sehr schön. Erhöht die Spannung einfach ungemein und gibt uns so ein bisschen Eindruck, wie es bei ihm ist. Wo ist der Twitch? Wo ist der Twitch? Jo, genau das. So. Da hat sich Bang auch gesagt, so, oh, wo ist der Twitch? Ich glaube, die Pinkboard hat so mehr oder weniger dazu beigetragen, dass man sich in Sicherheit gefühlt hat und sagen konnte, alles klar, wir brauchen nicht backen. Twitch ist zwar verschwunden, er könnte engagen, aber wir sehen es, wenn er uns zu nahe kommt. Ja. Und da hat sich wahrscheinlich Prey auch selber gesagt, ah, sie haben ja die Pinkboard auch gescoutet in dem Busch. Nee, wenn die da steht und die mich sehen, dann gehe ich da lieber nicht rein, ansonsten habe ich ein Problem. Ah, da steht er normal und chillt unsichtbar. Diese Mindgames sind mit Twitch halt einfach super geil. Ich finde, das ist halt einfach immer wieder eine Möglichkeit, den Gegner einfach die Spaß am Spiel zu nehmen. Bin gespannt, ob er da später auch so ein bisschen in die Roams eingehen wird. Sein Itembild gibt ihm dazu die Möglichkeit. Klinge des gestürzten Königs ist ein exzellentes Item für eine 1 gegen 1 Situation. Vollkommen richtig. Später auch gegen die Tanks sehr hilfreich. Dive auf der Botlane würde ich ihm jetzt wirklich nicht empfehlen. Gorilla hat da einfach alles. Nee, er hat noch keine Ultimate ab. Das gibt dir natürlich ein bisschen mehr Freiraum, aber man unterdrückt damit quasi einfach die gegnerische Lane. Die müssen sich zurückziehen und den Turret kriegt man quasi deswegen mehr oder minder for free. Ja, SKT momentan vorne mit dem Turmgold. Wie gesagt, eben noch nichts entschieden. Ich weiß auch gar nicht, ich kann mich gar nicht entscheiden. Wessen Teamkomposition seht ihr im Late Game vorne? Das kann man ja ganz auf an, wie das Game läuft. Also ich muss sagen, ich bin von Velkos im absoluten Late Game nicht so ein Fan. Gerade gegen Tanks, man sagt sich immer so, ah, schön, True Damage und ist ja geil über die Passive. Aber der True Damage triggert echt nicht so oft und macht halt auch nicht so viel her. Und die Tanks haben halt trotzdem viel maximales Leben. Und man sagt immer, ja, True Damage kannst du halt nicht countern durch defensive Stats, aber Leben countert True Damage sehr wohl. Damit kriegst du quasi auch so Resistenzen gegen True Damage. Und damit hast du als Velkos eigentlich mal Probleme. Wir haben ihn seither schon ein paar Mal gesehen, aber er hat nie die Frontline so richtig schreddern können. Wenn er erstmal ins Laufen kommt, das ist ja jetzt, wir haben eine Poke-Com. Wenn die ins Laufen kommt, funktioniert es exzellent, aber wenn sie zurückfallen, wird es halt ein bisschen mehr werden, aber trotzdem, der Ezreal im Late Game, der kann natürlich viel kiten. Ey, ich stimme dir dazu, also dass Velkos ein bisschen overrated im Late Game ist, also die Leute haben da ein bisschen andere Vorstellungen, als es sich tatsächlich in der Realität ereignet. Allerdings muss man sagen, dass denn die Sandra jetzt im Late Game auch nicht so der absolute Knüller ist, ne? Wenn die Leute dann erstmal ihre QSS oder Sturmglas oder was auch immer haben, dann wird es für sie halt ein bisschen schwerer. Sie kann immer noch sich selbst ulten, was natürlich auch extrem viel Einfluss haben kann.
Aber ich denke, indirekt ein Matchup ist Velkos ein bisschen stärker. Ich finde Kindred deutlich besser als Elise im späteren Spielverlauf. Was du halt mit Velkos wirklich gut kannst, was eine richtig interessante Mechanik ist. Wenn der Lissandra in Gage kommt, kannst du quasi dein E direkt auf die Kralle schmeißen. Wenn Lissandra durchzieht, wird sie sterben, ohne dass sie noch irgendwas ziehen kann. Vermutlich sollte sie zumindest, dass sie im CC noch stirbt. Und du bist dadurch als Lissandra gezwungen, immer ein bisschen anders zu spielen. Nächster Turn für SKT. Kuro will in den Gage gehen. Faker hat die Läuterung. Blond zur Stelle! Und das reicht nicht! Das reicht nicht! Und da will er nochmal ran. Kuro, nein! Da kommt er, da kriegt er den Kill. Jetzt aber hier die Ultimate. Faker immer zur Stelle von hinten will den Schaden machen. Gorilla mit dem Knockout. Oh, Ignite! Faker ist immer schon low, tickt da runter. Das ist der Kill durch Ignite. Gorilla, der Supporter, der sich den Kill sichert, wird gefressen durch die 3-6 von Wolf. Kommt mit dem Turmschuss. Und das ist der nächste Kill. Jetzt Teleport, was der Gonische Kampf. Fiedert ebenfalls zur Stelle. Flash über die Wand. Jetzt geht's eben auf Fiedert drauf. Die Jungs ist dran. Wunderschön Ulti. Wirft sie alle hoch. Sollte vom Schatten reichen. Oh, Flash da raus. Wieder, der schöpft auf Frey, der auch wieder in den Kampf rein ist. Ziemlich low, Duke ist dran, den bekommt man. Peanuts Ultimate ist raus und dann ebenfalls abgeräumt. Und da drüben haben wir immer noch Smap. Und Smap, du willst da nicht wegkommen. SKT doch in diesen krassen Fights und der kommt wirklich weg. Sie drehen ab, sie lassen ihn man in Ruhe. Man nimmt Objectives, LCK ist da deutlich mehr daran sie orientiert. Sie gehen nicht für hier die Kills, das ist ganz, ganz stark. Sie hätten ihn bekommen können, SL hatte die eisgeborenen Handschuhe und hätte ihn da durchaus verlangsamen können. Oh, jetzt hier sehen wir es nochmal. Faker wird engaged, das Clans viel zu früh hier schon gezogen, da war ein KW ausgelaufen und kann deshalb einfach geultet werden. Die Ultimate hält zwar trotzdem ein bisschen kürzer an, weil das Clans halt im Nachhinein auch noch ein bisschen CC reduziert, aber Kuro kann ihn halt nicht ganz bekommen und wird im Endeffekt vom Blank da abgeholt. Ohne Probleme. Jetzt wird halt Blank ein bisschen in den Fokus genommen, aber da ist halt ein Timecatch unterwegs. Das Lustige ist, wir haben mittendrin einfach die Ansicht gewechselt, quasi auf die Ansicht von SKT und sehen gar nicht, was da so mit dem Twitch passiert, der halt später dann auch einfach so aufgetaucht ist, unsichtbar. Aber halt Bild ohne Mana und Instant Exhausted worden. Also hier sehen wir es nochmal, sehr, sehr gut da von Wolf gespielt, die ganze Szene. Dann Snap Flash da früh raus. Und jetzt kommt da halt Twitch dazu und guck mal, wie schnell der exhausted wird. Also das ist wirklich hier. Er hat auch kein Mana, ne? So, drei Auto-Attacks und dann ist er exhausted. Die Kindred Ultimate Wolf frisst ihn einfach raus. Das war wieder sehr, sehr gut gemacht. SKT in diesem Fight einfach individuell einen dicken Besser, hatte man das Gefühl. Im Endeffekt haben sie jetzt ein 3000 Gold-Lied wieder. Und du hast es angesprochen, das hier ist der Pokémon. Wenn die ins Rollen kommt, wird es unglaublich unangenehm. Vollkommen richtig. Und da sieht es momentan nach aus. Auch stark die Entscheidung, dass man vorhin das Map nicht verfolgt hat, sondern wirklich auf den Midlane-Turm gegangen ist. Das ist, halt so ein bisschen der Unterschied. Es steht aber halt immer noch. Das ist wiederum das Problem dabei. Denn EU, NA sieht man ganz oft, dass für Einzelkills wirklich viel gechased wird. Das ist hier nicht der Fall. Baker holt sich den Blue Buff da einfach mal selber ab. Kommt damit jetzt auf 45%. Na, allein durch die Items und natürlich die 5% über die Mastery, logischerweise. Wovon ich einfach mal ausgehe, dass er die da drin hat. Alessandro würde mich hier sehr überraschen. Vor allem, du bist ja wirklich nicht so auf Penetration angewiesen, wenn du noch True Damage in deinem Kit mit beinhaltest. Weil die Penetration verstärkt natürlich nicht diesen True Damage. Das geht nicht. Viele fragen sich ja auch immer in den Masteries, ja, warum nimmt man denn da bei dem Champion, warum nimmt man da keinen prozentualen Schaden mit oder da keinen Assassin? Ja, Freunde, bei True Damage bringt dir halt prozentualer Schaden überhaupt nichts. Sondern der bleibt so, wie er ist und den kann man nicht erhöhen. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Quecksilberscherbe jetzt auch auf Bank. Es ist einfach ein sehr, sehr starkes Item, vor allem ausgebaut. Refinanziert sich das auch über die Werte allein schon, dieser Krummsäbel dann später. Du hast ein Lebensraub-Item mit drin, was man immer gerne als drittes Item hat. Also dieses Redesign von dem Krummsäbel hat diesem Item extrem gut getan und führt einfach dazu, dass die AD Carries so noch sehr sicher spielen können. Dass man die Quecksilberschärfe mal ändern wird, was ja ansteht. Und das ist nicht nur der CC, du hast ja Lissandra, wie du schon gesagt hast, wo man das Ultimate einfach runterglänzen kann, sondern auch Twitch, der halt seine Gift-Stacks auf dich verteilt. Noch kannst du die nämlich runter entfernen, genau, das wird ja demnächst gepatcht, dass man wirklich bloß noch CC damit entfernen kann, aber noch kannst du diese Dots runter entfernen und damit natürlich auch verhindern, dass er mit dem E auch mehr Schaden an dir machen kann. Ja, das kann Leben retten, also man sieht, wie knapp das hier teilweise jeweils wird. Die Frage ist halt, wie viel Prey in den nächsten Fights machen kann. Weil wenn wir uns das Itembild mal angucken, was Poppy da fährt, dann wird es ein doppeltes Rüstungs-Itembild. Und das ist immer eine Situation, mit der du ganz offensichtlich zeigen willst, dass du hinten auf die Carries gehst. Wenn Kindred und Twitch zusammenstehen, sollten sie in der Lage sein, im späteren Spielverlauf relativ schnell mit dieser Poppy fertig zu werden. Aber das ist ihnen ebenfalls zum Beispiel überhaupt nicht geglückt. Und das ist etwas, was
Dreh- und Angelpunkt sein wird für Rocks Tigers, weil Kuro wird da eher hinten drauf gehen, Smap Gorilla sowieso und Prey und Peanut müssen eine Einheit bilden. Was meinst du mit doppelten Rüstungen? Also er wird Sonnenfeuer und eisgeborene Handschuhe bauen. Ja. Aber das ist ja Standard momentan. Aber es ist doppelt Rüstung. Klar. Ja. Naja, die Magiekotte, aber was würdest du sonst als Alternative sehen wollen? Das habe ich an überhaupt, dass es eine Alternative gibt, ne? Ich denke aber, dass du auch an irgendeinem Punkt des Spiels an den Soundmelder sehen wirst auf Poppy, weil allein über das Hurricane, das Twitch benutzt, wirst du halt immer, wenn du vor ihm stehst, irgendwelche Pogs oder irgendwelche Hits abbekommen und da kann natürlich so eine Soundmelder richtig schönen Schaden zurückwerfen. Klar. Die Rotation jetzt hier von SKT auf dem Midlane-Turret soll den natürlich unter Druck setzen. Wenn wir uns mal den Wave hier bei den Leuten angucken, dann ist die Sandra da schon das beste Tool. Die Sandra ist allerdings hier gerade im Split-Push, hat den TP ab. Das sollte man wahrscheinlich ändern, wird man jetzt hier auch. Die Sandra geht in die Base, aber hier kommen sofort die Pings zu möglichen Wards, wo man hin TP kann. Autolus in der Base, hier kommt der TP sehr weit unten. Ja, das eine Team will natürlich in den Fight, das andere will hier poken, was sie sehr, sehr gut machen. Double TP. Oh, da kommt der angedüst gerade in die Sandra. Drin. Und jetzt drückt Prey an der Menge Schaden mit drin. Wo bleibt die Lissandra Ulti weg? Erschöpft, da ist immer noch keine hochgeworfen. Da sich selber, dann trifft damit niemanden. Und jetzt Faker mit seiner Ultimate, aber auf der anderen Seite Poppy kann die Leute rausschieben aus der Kindle Ultimate von Peanut. Smap isoliert alleine, kann sich nur ans Gelände ranankern, wird hier gefressen. Und da braucht man ein bisschen viel, aber es reicht, um ihn zu vernichten. Zu gierig mit dem Flash. Da hätte er früher flashen müssen. Ja. Auf der anderen Seite die Peanut Ultimate sehr früh gezogen, diesmal aus Panik. Und man verliert diesen Turret. Eigentlich ist hier fast alles falsch gelaufen, was für Rock Tigers falsch laufen kann. Ja, auch Kuro, der halt sofort sich selber später ulten musste. Da hat mir die Sandra Ulti war viel zu spät. Ja, er musste halt auch nur verwenden, um sich zu retten. Ist gut eigentlich in die Fight reingekommen. Also der Plan war nicht schlecht. Oh, Esri hat kein Mana mehr. Allerdings gegen drei Mann willst du eigentlich nicht alleine reingehen. Aber Kuro ist auch noch da. Peanut ist dran. Wie viel Schaden kann er machen? Und da kannst du gar nichts machen. Wolf und Faker synchron sterben. Die neue olympische Disziplin hier eingeführt worden. Natürlich möglich durch das Hurricane von Prey. Jetzt geht es in die andere Richtung. Man ist hier zu lange auf der Midlane geblieben. Und stand viel zu offensiv. Das wird direkt bestraft. Und damit geht es in die andere Richtung für die Tigers. Ja, vor allem war Peanut einfach in eigenen Jungle unterwegs. Also man hatte sich da schon aufgeteilt. Im Prinzip hatte man ja eine Überzahlsituation. Da kannst du schon sagen, wir bleiben auf der Midlane stehen, allerdings nicht mit so wenig Leuten. Also da musst du ein bisschen aufpassen in so einer Phase. Und das ist natürlich jetzt ein Twitch in so einer Phase Kills zu geben. Da sagt der danke arm und weiter geht's. Oh, das waren zwei Kills für ihn und der kommt gut nach vorne. Man darf nicht vergessen, Twitch ist ein absolutes Late-Game-Monster. Wir haben gesagt oder prognostiziert, dass er eine schwache Laning-Phase hat. Oh, komischerweise trotzdem einen Kill bekommen. Hat aber immer noch keinen richtigen Base-Damage. Er hat bloß das Blade zur Verfügung, wenn du so willst, und ein bisschen Crit-Schaden halt über den Hurricane. Allerdings, der Crit-Schaden ist halt sowas von irrelevant momentan, weil du halt noch nicht so viel Base-Damage hast. Dementsprechend ist Twitch halt noch lange nicht im Game angekommen. Der skaliert noch wie Hölle ins Late-Game und da willst du ihm gerade keine Kills schenken. Ist natürlich die Frage, ob er jetzt hier als nächstes auf Klinge der Unendlichkeit geht. Also ob es ein Crit-Twitch wird. Ich glaube, es wird wahrscheinlich erst ein Bloodthirster werden, um sich da selber ein bisschen zu schützen. Dann ist natürlich wieder diese Late-Game-Sache ein bisschen abgeschwächt quasi, weil du nicht das Crit-Element drin hast. Oh, Prey. Geht wieder auf die Suche. Aber, nee, er traut sich nicht. Wäre auch Selbstmord in so einer Szene. Klar. Also da müsste halt vorher erstmal ein bisschen was vorbereitet werden. SKT hat die zwei Drachen zuvor bekommen und sie werden sich sicherlich auch den dritten Drachen sichern wollen. Generell mit einer Pokecom bist du sehr gut, was solche Objekte angeht, weil es für Tigers sehr schwer wird, solche Objekte zu belagern, denn das gegnerische Team kann halt umsonst auf dich drauf poken. Was ein bisschen kritisch ist bei SKT ist die Killverteilung. Da liegt sehr viel Gold auf Blanc, was man sicherlich lieber auf Faker oder Bang hätte sehen wollen. Na, guckt ja, hat ganz mal geklappt. Aber die Spectator sind heute echt gut drauf. Ne? Also immer mit der Instant-Vision-Veränderung, um das Ganze ein bisschen spannender zu gestalten. Sehr, sehr gut. Gerade wenn man einen Twitch im Game hat, ist sowas natürlich nochmal angenehmer. Wir sehen tatsächlich übrigens Klinge der Unendlichkeit auf Twitch als angepeiltes Item. Zumindest ist der Gegner doch bekommen. Jetzt mit dem Anker dran an Wolf. Und hat er da die Tiefenladung auf dem Minus? Nein, hat er nicht. War nur die passive. What? Hat Bang den Blue echt? Ja, er hat den Blue bekommen. Da. Wir haben es halt bloß nicht. Das Gold steigt ja nicht beim Blue Buff auf, sondern über seinem Kopf. Deshalb haben wir es nicht gesehen. Ah, wow. Aber Lissandra hat halt keinen und er hat eben einen Double Buff. Und das war einfach mehr oder minder Blind-Steal so. Also das ist schon richtig sick, was er hier gemacht hat. Bang also mit dem Blue Buff am Start. Das tut ihm extrem gut. Er macht ja abhängig von seinem aktuellen Mana-Schaden und nicht von seinem maximalen. Aber desto eher sein aktuelles Mana als sein maximalen ist, desto höher ist der Schaden. Also ist der Blue Buff hier sehr angenehm.
wenn Rock Tiger sich den ersten Drake gönnt. Die 6% mehr Damage, die nimmt man gerne mit. Ja, wobei ich hier SKT lieber gesehen hätte, wie sie zumindest drum kämpfen. Also das Ganze belagern. Wie gesagt, mit der Pokecom geht das normalerweise sehr, sehr gut. Sie haben sich dagegen entschieden. Lag sicherlich an der Positionierung, an der Karte allgemein. Trotzdem würde ich das vielleicht sogar als Fehler hier ankreiden wollen. Wenn wir jetzt die Farmwerte anschauen, sehen wir halt einen massiven Unterschied auf der Toplane zugunsten von SKT, aber auf der Midlane ist es halt Kuro, der deutlich mehr Farm hat als Faker, was einfach damit zu erklären ist, dass Kuro sehr oft auf den Sidelanes unterwegs ist, quasi den Farm von Smap wegnimmt, ja, und das macht Faker eben nicht. Insofern Kuro, der sehr viel Gold anfordert, und da will ich dann aber auch was Besseres sehen als die Lissandra-Ulti von vorhin. Duke nimmt jetzt hier unten auch die Wave nochmal an, also das wird hier den CS-Unterschied in die 60 Richtung 70 CS hochjagen. Ist natürlich fast ein bisschen ärgerlich, wenn ich da ein bisschen drüber nachdenke, muss ich sagen, dass da das Gold natürlich ein Ticken lieber auf Vel'Koz wäre, aber wenn du halt kein TP auf der Midlane hast, dann kannst du ihn nicht in die Sidelane schicken. Das ist eben der Nachteil, jetzt Stundenglas fertig auf Lissandra, also damit keine Ausreden mehr vorhanden quasi. Jetzt muss er Leistung bringen, er hat seine drei Core-Items und damit muss er jetzt auch mal richtig durchschlagen in so einem Fight. Und wir sehen auch sofort, hat er sich die Schuhe-Verzauberung noch geholt, für den Flash quasi, dass er den schnell zur Verfügung hat, denn für Lissandra ist der Flash doch ein sehr, sehr wichtiges Utensil, da sie sich in einem Teamfight nicht nur mit der Kralle, sondern auch direkt nach der Kralle mit dem Flash besser positionieren kann, was natürlich einerseits gegen den Vel'Koz eh ziemlich nutzvoll ist, weil du den dodgen kannst und natürlich kannst du einfach die optimale Position erreichen, um damit anstatt zwei vielleicht doch vier Leute zu treffen mit deinem W und mit deinem Ultimate. Wir haben jetzt Leandres Qual fertiggestellt auf Faker auch. Ein gutes Item auf Vel'Koz für die Durchdringung selbstverständlich. Ich meine, ja, man hat hier sehr viele bewegungsbeeinträchtigte Effekte, allein schon durch die eisgeborenen Handschuhe, die man zweimal im Team hat. Also da ist die Synergie auf jeden Fall gegeben. Und wie schon gesagt, die AP-Scalings sind nicht die allerbesten auf Vel'Koz. Das heißt, du gehst in solchen Fällen auf Cooldown und auf Durchdringung. Ja, damit hat er beides. Er stirbt auch nicht ganz so schnell. Also von daher eigentlich auch ein No-Brainer, dieses Item. Twitch immer wieder in seinen Q-Spray reingehen, einfach nur um ein bisschen den Druck auf den Gegner zu hören. Und, dass man nicht vergessen darf, wenn den Q quasi immer nur einsetzt, um auf den Gegner zu engagen, lernt er daraus auch relativ schnell. Wenn den Q aber mehr oder minder auf Cooldown fällt, ist es für den Gegner sehr schwer zu antizipieren, wann er denn mal aggressiv wird, wenn er die ganze Zeit es davor defensiv eingesetzt hat. Das ist richtig. Wir haben tatsächlich jetzt auch Klingende Endlichkeit fertig. Gefällt mir an sich auch gut, dann Runans gibt ja auch einiges schon noch an Crit-Chance. Das ist eine absolute Schadensspitze für ihn an der Stelle. Also wenn du ihn da jetzt nicht in Fokus bekommst und er ziemlich weit hinten steht, das macht richtig, richtig was aus in Teamfights. Und Twitch ist ja in seinem Q, kriegt da auch noch gut Movement Speed, das heißt, er kann sich noch schön positionieren, schön schnell, auch wenn der Teamfight losgeht. Die Frage ist halt bloß, wie fühlt man diesen Teamfight dabei, ne? Ja, sie haben ja mit Nautilus einen guten Engage, mit Alistair einen guten Engage und mit Lissandra noch einen guten sekundären Engage, genau. Also gerade über diese Doppel-TP-Möglichkeit. Wir haben vor allem auch gute TP-Plays gesehen jeweils. Dafür sind Wards wichtig und wie gesagt, Kinas, Wards gewinnen Spiele nicht nur durch die Vision, sondern ja, auch für deinen Top-Laner ermöglichst du erst die Plays. Auf Low-Elo siehst du wenig TP-Plays, einfach weil wenig Wards da sind. Aber ich glaube, die Korrelation ist auch aus anderen Gründen. Ja, stimmt wohl. Jetzt haben wir die erste wieder etwas spannende Szene, denn da hat der Tam Kench gerade die Jagd aufgenommen. Ja, da geht's natürlich drauf, aber auf der anderen Seite sofort Teleport von Smap. Wolf hat sein E schon genutzt, das heißt, Schild ist weg, wird rangeankert und sterben. Und jetzt muss man hier mit dem Flash über die Wand, Tiefenladung geht hinterher, genauso wie Smap jetzt hinterher geht. Und das ist kein guter Fight hier für SKT. Man hat die Vel'Koz-Ulti noch rausbekommen. Bang jetzt, der kommt frei zum Schuss, macht gut Schaden hier. Aber dann ist die Kindred-Ultimate da, Gruppenkuscheln ist angesagt. Und jetzt natürlich eine Ezreal-Ulti. Gut, die ist allerdings auf Cooldown. Prey mit dem nächsten Kill. Und damit jetzt 3-0 und sofort der Baron den Mann angeht. Bang versucht hier nochmal zu retten, was zu retten ist. Macht gut Schaden. Aber das sagt er da. Und damit sofort der Gage in der Kralle hinterher. Aber der kann austeilen. Bang, mein Gott, ist das nie ein Monster, was Mobilität angeht. Und der kann den Baron verhindern. Bang verhindert den Baron. Zusammen mit Blanc. Ganz alleine. Der hat Wer mit Blanc noch? Der ist auch noch gestorben. Ja gut, der war Kanonenfutter quasi für Bang, dass er da nicht sofort in Fokus genommen wird. Aber das war richtig, richtig gut. Aber man, das waren halt auch wieder viele individuelle Fehler, die wir da gesehen haben. Das Exhaust zum Beispiel, da können wir gleich drauf eingehen, wenn das Replay kommt. Hier sehen wir es nochmal. So, jetzt. Wir haben den W, wir haben den Q, wir haben das Ultimate. Q, jetzt kommt Exhaust. Und in der Phase vom Exhaust ist exakt kein Spam mehr auf Cooler. Das heißt, das exakte
Aber der Utility-Faktor vom Exodus war gleich null. Also der Move-Speed hat dich wirklich übergebracht. Baker das Faker, die Ultimate so viel durchgebrochen hat, mich verwirrt, weil Kuro kann ihn mit dem W jetzt eigentlich interrupten, aber geht auf ein Stundenglas. Der W war entweder noch auf Kuro oder das Mana hat gerade nicht gereicht. Prey wird dann super stark von Duke gegen die Wand gedrückt, aber die Kindred Ultimate, sie ist hier einfach der Lebensretter in dieser Situation. Dass man danach, nach dem Hook vom Bang, nicht zum Kill geführt hat, lag daran, dass die Sandra auf dem Weg gestorben ist, wenn ich nicht gesehen habe. Weil die Kralle, die war quasi genau auf S, da hätte man ihn durchziehen sehen können, aber... Die Sandra war tot. Nein, die Kralle hat sie, glaube ich, noch. Sie hat sie vorher gezündet. Die Kralle hat, glaube ich, Esrin nicht mehr getroffen, aber sie hat beide mit einem W erwischt. Echt? Dadurch ist der eine gestorben, der andere nicht. Die Sandra ist nach der Kralle dann erst gestorben. Da seid ihr genau diese tricky Aktion. Ah, Prey, was ist das? Da steht, Bang hat den Baron verhindert. Sie sind im Gold gleich, die beiden Teams. Man merkt schon, in Teamfights hat Tigers hier das Sagen, SKT mit Pokoms. Im Split haben sie sich damit sehr schwach präsentiert, weswegen mich ja auch überrascht, dass sie überhaupt mit Pokoms spielen. Und sagen, Twitch selber geht ja auch immer so ein bisschen als Hypercarry. Also von dem muss man auch Angst haben. Wobei man natürlich sagen muss, dass der Fight gerade nicht repräsentativ war, weil Kench quasi gecatcht wurde. Aber jetzt Gorilla an dem Nash, der noch 8000, der schmilzt dahin. 6000 sind es, 5000. Aber hier ist jetzt die Lista. TP zur Stelle. Sie gehen direkt raus aus dem Pit, wollen natürlich diesen Kampf haben, weil SKT hier noch nicht poken konnte. SKT will sie nur vom Baron weg. Der hat schon das Leben wiederbekommen. Ja, das war gut gemacht, auch hier nicht sofort den Kampf zu suchen von SKT. Sie wissen, ja, sie müssen erst den Gegner Mühe bekloppen, wenn sie einfach von beide Teams zu 100 HP in den Kampf reingehen, dann was? Können sie den nicht gewinnen. Und das war gut gemacht von SKT, den Baron zu verhindern. Rocks Tiger ist vielleicht ein bisschen ängstlich in der Situation. Was macht denn Peanut da? Also der macht hinten den Grump so, aber das ist nicht das Beste, was sie machen können. Und jetzt Midlane haben sie Tier 2 dafür verloren. Hier in dieser Szene, also sehr viel riskiert für diesen kleinen Nash. Oh, Prey ist unsichtbar. Oh, Prey! Der teilt aus, aber Prey überlebt das Ganze. Und wir haben auch immer noch Duncan Kench, den ehrenlosen Champion, der Bank retten kann. Duke von hinten bekommt dann den AD Carry und Faker damit Kill nochmal die Ultimate durchgezogen. Damit beide Carries down, der Schaden fehlt komplett. Gorilla ist dann einfach nur noch Futter für diese Poppy. Und damit gewinnt SKT diesen Kampf. Vollkommen aus dem Nichts hier das ganze Twitch unsichtbar. Und da muss man sagen, Bang ist hier on point in diesem Spiel. Aber das war ein klasse Game. Also war viel Glück mit dabei, ganz klar. Bekommen aber Turm und Inhibitor. Ich muss ja auch sagen, sagen immer ganz viele, oh, Glück gibt es doch bei dem Spiel nicht. Aber es gibt exakt ein Glück bei dem Spiel, und das ist das Crit Luck. Und lass in der Situation Prey einfach ein Crit mehr auf Bang rausbekommen und der ist tot und Prey nicht. Oh, Nexus-Höhe Nummer 1 im Fokus. Map wird jetzt dann eben noch abgeholt hinten. Exhaust auf Peanut, aber der frisst mit der Kurs ist aus Wolf raus. Auch selten gesehen. Oh! Blanc kommt da gerade so nicht raus. Aber zwei Türme bekommen das Wert. Jetzt müssen sie gucken, dass sie wegkommen. Peanut nochmal mit seiner Ultimate versuchen, ihn zu kämpfen. Sind die alle los? Map schaut, was er machen kann. Und das Gorilla wieder da. Und der Knock-up ganz, ganz stark. Faker ist down. Duke jetzt ganz alleine. Die Poppy, die gibt alles. Flash rüber. Und dann hinterher, der Anker trifft. Duke wird hier nicht rauskommen. Zu lange. Das ist das Ace. Und das SKG. Ist Nash. Das ist Nash. Und das so kurz, bevor ihre eigene Base quasi komplett vernichtet wurde. Also sie können sich da nochmal halten. Jetzt muss man allerdings ein Weilchen passiv spielen, auch mit dem Nasher. Weil du hast wirklich nichts, was dort hinten mehr zwischen... Ja, wirklich zwischen dem Kern und den Gegnern steht. Also du musst da aufpassen, dass nicht einfach so ein Sticky Backdoor... kommt. Vor allem, dass Gorilla in dem Moment, wie er da war und direkt diesen Knock-Up trifft, das ist halt auch nochmal bitter für SKT. Tigers jetzt, ja, der Baron ist ungefährdet. Ja, Peanut auch stark, dass er da die Ultimate diesmal rausbekommen hat. Also, da wurde er genau in der Sekunde vom Poppy quasi CC'd, aber er hat sie vorher noch rausschmeißen können. Das war hier ganz, ganz entscheidend. SKT davor, Elise mit einem klaren Fehler, du darfst nicht einfach an Twitch sterben. Das darf dir nicht passieren, sonst hast du vielleicht nochmal einen CC mehr, den hat sie ja eben nicht zur Verfügung. Das war schmerzhaft und jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Also eben die Szene, für mich Bang halt einfach lucky as fuck, weil er halt mit dem E versucht, Kuro unter Druck zu setzen mit einer EQ-Kombo und stattdessen Prey mit E und Q trifft, ohne Vision auf ihn zu haben. Also das ist halt einfach super bitter für Prey, der die Hälfte seines Lebens verliert, ohne dass Bang überhaupt Vision auf ihn hat. Weiter, wirklich noch unsichtbar, als er da rumgegangen ist. Oh lol. Und jetzt der TP-Play. Duke ist dran am Kuro, Gorilla dazwischen, aber ganz stark gemacht, Kuro mit der Ultimate rein, jetzt versucht man wegzugreifen, Faker kommt da natürlich nicht raus gegen Swap, kannst du da kommen, Griffe noch mit drin, Prey Gorilla fits. Genau, jetzt gibt's nochmal die Kinder und Ultimate, die sind alle hier relativ low, viel Schaden, der da rauskommt, jetzt die Faker und Ultimate, Gorilla stirbt quasi, jetzt kommt Prey, reinzugehen. Aber Kuro nochmal rein, press und down. Der, oh Gott, Peanut ist jetzt auch raus und Bang, der Mann, der diese Teamfights gewinnt, schaut euch mal die Nebenseiste an,
der knallt hier wirklich alles raus. Das war's. Und GG. Das ist es. Das ist vorbei. SKT gewinnt das Spiel. Eine Quadra-Kill von Bang. Und der wird seinen Namen wirklich gerecht. Bang, bang, bangity bang. Knallt hier Tigers an die Wand. Und so sieht's nämlich aus. Aber meine so Freunde, 8-2, dieser Ezreal. Das Positioning hier von Bang ist absolute Weltklasse und gewinnt SKT das Spiel. Oh, da würde ich so gerne nochmal ein Replay sehen. Das waren so viele kleine Sachen. Gorilla, der in der WQ-Kombo nochmal zum Schluss stirbt, auf dem Weg quasi rein, nochmal dreimal zu Knock-Uppen. Natürlich Prey, der sich direkt von Poppy in die Wand donnern lässt, der da überhaupt nichts mehr machen kann, der halt auch als einziger rausgeultet wurde von der Poppy-Ultimate. Der Arme hat in dem Teamfight so gut wie keinen Impact gehabt. Das ist natürlich ein Switch im Late-Game.